Schwestern und Brüder, zur Einordnung dieses Evangeliums noch einmal eine kurze Wiederholung. Der große Sinnzusammenhang beginnt mit der Tempelreinigung, die wir mittlerweile schon vor dem einen oder anderen Monat gehört haben. Jesu Kritik am Tempelgottesdienst. Ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Hier am Tempel geschieht nicht das, was hier geschehen sollte. Das, was ihr tut, hat nichts mit dem zu tun, was hier getan werden sollte, Gott die Ehre zu geben. Stattdessen geht es hier um ganz Profanes. Es geht um den Erhalt eurer Machtposition. Es geht darum, dass ihr Profit macht im Verkaufen dieser Opfertiere, im Wechseln des Geldes. Hier geschieht ein reiner Kult ohne Geist. Jesu tiefe Kritik daran, dass das Volk begonnen hat, schon lange begonnen hat, am Geist des Gesetzes vorbeizuleben. Das ist der größere Zusammenhang, auf den alles andere, was wir die letzten Wochen gehört haben, eigentlich antwortet. Und Jesus führt die Ältesten und die hohen Priester in die Tiefe ihrer Verfehlung und in ihr heuchlerisches und doppelmoralisches Tun, indem er ihnen drei Gleichnisse erzählt. Wir haben sie alle gehört. Das erste Gleichnis war das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, die zu unterschiedlichen Stunden des Tages in den Weinberg geschickt wurden, aber alle nur einen Denar am Ende des Tages erhielten. Das größere Thema: Gottes Gerechtigkeit ist anders als eure kleingeistige und vor allem kleinherzige Gerechtigkeit. Jeder soll ausreichend haben, jeder soll das haben, was man braucht zum Leben. Das zweite Gleichnis, das Gleichnis von den zwei Söhnen, die in den Weinberg geschickt werden. Der erste sagt zu seinem Vater, ich will nicht gehen, und später reut es ihn und er geht doch. Und der zweite, der eben der gute Sohn sein will, aber vielleicht auch doch nicht, sagt, ja Herr, ich gehe, aber er geht nicht. Und Jesus macht deutlich, das ist das Thema Umkehr. Umkehr zum Vater ist immer möglich, aber Umkehr ist auch nötig. Dass wir uns immer bereit sind, etwas Besseren zu vergewissern. Und das dritte Gleichnis, der Weinberg, der angelegt wird vom Winzer und dann verpachtet wird. Und die Pächter sind sich überhaupt nicht bewusst, dass es eine Verpachtung ist. Sie gehen damit um, wie wenn es ihr eigenes wäre. Und ihr Egoismus kennt überhaupt gar keine Grenzen. Sie wollen die Früchte nicht abgeben. Sogar den Sohn des Verpächters erschlagen sie. Die fundamentale Kritik daran, dass wir häufig nicht verstanden haben, dass alles, was ist, uns nur geliehen ist, nur verpachtet. Nichts gehört uns im Letzten. Und alles, was wir unser Eigen nennen an materiellem Besitz, wird mit uns ins Grab springen. Am Ende stehen wir nur mit dem da, was Gott uns geschenkt hat. Aus dieser tiefen Wahrheit heraus zu leben, das ist für Jesus das Wesentliche. Mit diesen drei Gleichnissen spüren die Ältesten und die hohen Priester, dass sie enttarnt sind. Ihre Heuchelei ist aufgedeckt, ihre Doppelbödigkeit in der moralischen Art und Weise, wie sie auch mit den Menschen umgehen und wie sie sie quälen. Sie legen ihnen alle möglichen Gesetze und Regeln auf, nach denen sie selber nicht handeln wollen. Dass den Ältesten und den hohen Priestern und den Religionsparteiungen der damaligen Zeit das, was Jesus ihnen zu sagen hat, nicht gefällt, das lässt sich leicht verstehen. Denn sie werden ja fundamental kritisiert und alles, was sie sich in ihrer Logik aufgebaut haben. Jesus sägt ja quasi an ihrem Stuhlbein. Er will nicht, dass sich Einzelne auf Kosten anderer ermächtigen. Er will, dass jeder Mensch ermächtigt wird zum Leben und zum Heil. Deshalb holen sie aus zu drei Gegenattacken. Die erste haben wir letzte Woche gehört, die Frage der Pharisäer und der Anhänger des Herodes, ist es recht, dem Kaiser Steuer zu zahlen? Jesus
geht quasi nicht auf die Frage ein, sondern sagt denen, die da vor ihm stehen, zeigt mir, was ihr in eurer Hosentasche habt, was für Geld. Und sie halten ihm einen Denar hin, mit dem Aufdruck der Prägung des Kaisers Augustus, des göttlichen Augustus, auf der anderen Seite Pontifex Maximus, der Priester unter den Priestern, der hohe Priester an sich. Sie tragen ein Heidenbild, ein Götzenbild in den Tempelbezirk. Jesus entlarvt ihre Heuchelei. Wer vorgibt, sich an das Gesetz des Mose zu halten und dann so etwas tut, der hat doch wahrhaftig keine Rechtfertigung. Sie müssen von dannen ziehen. Sie staunen über die Art und Weise, wie Jesus diese Frage ausgehebelt hat mit einer viel wichtigeren Wahrheit. Die zweite Gegenattacke, die hören wir nicht, die hören wir in einem anderen Lesejahr. Heute ist es die dritte Gegenattacke, die wir gerade eben im Evangelium gehört haben. Die Sprengkraft müssen wir uns jetzt aber erst ganz kurz erarbeiten. Der Gesetzeslehrer oder ein Gesetzeslehrer kommt und will ihn versuchen. Wie letzte Woche das Verb versuchen. Das ist genau das gleiche Wort, das auch bei der dreifachen Versuchung durch den Teufel in der Wüste verwendet wird. Jesus steht dem blanken Bösen gegenüber. Der Gesetzeslehrer kommt auf ihn zu und redet ihn an, Meister. Und das ist pure Heuchelei. Das ist eine innere Verneigung voller Hochachtung, nein, nicht Hochachtung, sondern voller Missachtung und Hochmut. Denn der Gesetzeslehrer meint zu wissen, dass die Falle, die er jetzt Jesus stellt, vor allem seine Intelligenz erweisen wird. Das Gegenteil wird der Fall sein. Meister, welches Gebot im Gesetz ist das Wichtige? Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Der Gesetzeslehrer fragt nicht nach der Wahrheit. Er will nicht von Jesus wissen, was seine ehrliche Meinung ist und was die Schriften im Tiefsten beinhalten, sondern er stellt quasi eine Prüfungsfrage für den Rabbi. Wahrscheinlich erwartet er sich, dass Jesus antwortet, das Sabbatgebot. Dieses Sabbatgebot, das genoss vielleicht die größte Achtung unter den Geboten. Kommt es ja quasi schon im Schöpfungsbericht vor, hat es quasi damit göttliche Würde. Das Sabbatgebot ist verbunden mit dem siebten Schöpfungstag, mit dem Tag der Vollendung, dem Tag, an dem Gott ruhte. Dementsprechend scharf wurde alles, was gegen den Sabbat verstieß oder wo Menschen sich gegen den Sabbat versündigten, mit dem Tod bestraft. Den Sabbat zu schänden, zog direkt die Todesstrafe nach sich. Und sie wähnten sich damit richtig, indem sie Exodus 31 für sich auslegten, wer ihn, den Sabbat, entweiht, hat den Tod verdient. Und weiter, jeder, der an ihm, dem Sabbat, eine Arbeit verrichtet, soll ausgemerzt werden. Jesus geht nicht auf das Glatteis. Jesus antwortet überhaupt gar nicht mit einem Gebot. Welches Gebot ist das Wichtigste, beantwortet Jesus mit dem Glaubensbekenntnis. Du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Zweimal am Tag muss jeder Jude mindestens das Glaubensbekenntnis rezitieren, damit es sich einprägt im Herzen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken.
Es fällt auf, dass Jesus aber das Schema Israel, das Glaubensbekenntnis, ein klein wenig anders zitiert, als es in Deuteronomium 6, die Verse 4 und 5 steht. Erstens, er lässt schon weg, was diesem Gebet den Namen gibt. Schema Israel, höre Israel. Indem er das weglässt, nimmt er die Exklusivität dieses Glaubensbekenntnisses. Und er gibt Israel den Platz, der ihm gebührt. Es ist zwar das ersterwählte Volk, aber nicht das einzig erwählte Volk. Das, was das Glaubensbekenntnis zu innerst bedeutet, gilt jedem Menschen, hat universalen Charakter. Jeder Mensch soll erkennen, wer Gott ist und soll seine Größe preisen im ganzen Leben. Und das Zweite, was Jesus ändert, ist dieser dritte Halbsatz: und mit deinem ganzen Denken. Das ist jetzt ein wenig schwierig, das zu erklären, aber im Hebräischen Schema Israel steht eigentlich und mit deiner ganzen Kraft. Und Kraft steht im Hebräischen mit dem kleinen Wort Me'od. Aber Me'od heißt eigentlich wortlich übersetzt gar nicht Kraft, sondern Me'od ist eigentlich ein Adverb, entschuldigen Sie diese Grammatik, heißt eigentlich sehr. Me'od ist eigentlich ein Allerweltswort, das quasi immer das Hauptwort, das danach kommt, größer macht. Also sehr mächtig, Me'od mächtig, sehr liebevoll, Me'od liebevoll, sehr gut, Me'od gut. Und das steht hier. Aber in der antiken Tradition über das Aramäische, das war ja auch die Sprache Jesu, die er gesprochen hat, bekam dieses Me'od im Schema Israel diesen Charakter von deiner ganzen Kraft, aber auch das Verständnis mit all deinem Besitz. Und hier sind wir an dem Punkt, den Jesus natürlich durch sein Evangelium hindurch immer kritisiert. Der Besitz, der mein Herz bindet. Der Besitz, der, um den sich mein Handeln dreht. Also nicht der Besitz, der mich frei sein lässt und selbstständig sein lässt, sondern der Besitz, um das sich dann plötzlich alles dreht. Deswegen ändert er diese kleine Stelle, weil er bei dem Thema Tempelkult und in den Herzen der Sadduzäer, die an der Tempelsteuer verdienen, und bei den Pharisäern überall sieht, sie binden ihr Herz eigentlich an das, was sie haben. Und sie haben dauernd Angst, dass sie das, was sie haben, verlieren. Deswegen ändert er diesen Passus und er gibt dem eine andere Bedeutung, mit deinem ganzen Denken. Mit all dem, was du mit der Vernunft vermagst. Vielleicht ist tatsächlich Vermögen das bessere Wort zur Übersetzung. Denn auch in unserem Deutschen hat Vermögen ja die zwei Seiten der Bedeutung. Einerseits das, was wir im Geldbeutel haben, ist unser Vermögen, unser Besitz. Aber auf der anderen Seite verwenden wir es auch, ich vermag etwas zu tun. Es gibt ein inneres Vermögen. Da sprechen wir dann eher von Fähigkeiten und Kompetenzen. Und dass wir all das hineinlegen in die Gottesliebe. Mit deinem ganzen Herzen, also mit deiner Lebensmitte, mit deiner Seele, eigentlich hebräisch Nefesh, die Gurgel, der Ort, an dem der Lebensatem sitzt. Die Tiere, die ein anderes Tier auslöschen wollen, sie springen auf die Gurgel und beißen da hinein. Das war die Vorstellung, wo der Lebensatem sitzt. Wir sollen mit dem Lebensatem, mit all dem, was wir an Lebensatem haben, Gott die Ehre geben und mit unserem ganzen Denken, mit unserem ganzen Vermögen, alles, was wir können. Das
ist das Wichtigste, das ist das erste Gebot. Und Jesus setzt dem aber noch eins nach. Ebenso wichtig ist das zweite, gleiche Stufe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und er zitiert damit Levitikus. Auch wenn das Thema Nächster und Selbst in der damaligen Antike eher auf die Sippe und auf die Blutsverwandtschaft hin gedeutet wurde, so hebt es Jesus jetzt als den größeren Horizont aller Gebote und Gesetze herauf. Er sagt, an diesen Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Dazu müssen wir wissen, es gibt 365 Verbote, 248 Gebote, insgesamt 613 Regeln, die letztlich entstanden sind aus den 10 Geboten. Und Jesus sagt nun diesem Gesetzeslehrer, der ihn da auf einen Punkt festnageln will, am liebsten auf das Sabbatgebot, weil Jesus ja am Sabbat heilt und weil das vermeintlich verboten sein soll, weil damals eben Heiler oder Heilen als Beruf galt, dass Jesus sagt, das ist nicht der Geist des Gesetzes. Wenn ihr euer Glaubensbekenntnis ernst nehmt, muss alles aus Liebe geschehen. Oder andersherum, die Gebote müssen immer mit der Liebe zu Gott und von Gott her gelesen und verstanden werden. Und was aus der Liebe ist und was aus der Liebe geschieht, kann niemals gegen das Gesetz sein. Aber auch das Sabbatgebot, das ihr so hoch haltet, muss etwas mit der Liebe zu tun haben. Und wenn ich dem Mann mit der verdorrten Hand begegne und ihn am Sabbat heile, dann geht es hier um diese Liebe. Und dann geht es nicht darum, dass ich ein Gebot übertreten habe, ein Gesetz. Jesus hebelt damit die Versuchung, die ihm gestellt wird, diese Falle aus durch das größere Ganze, so wie er es immer tut. Er holt uns heraus aus diesem ganz Konkreten, wo wir uns festgebissen haben, und er gibt uns den größeren Zusammenhang. Schwestern und Brüder, ich glaube, dass das eine unendlich wichtige Folie ist, unseren Glauben zu verstehen, aber uns auch täglich zu prüfen, wie es um unseren Glauben bestellt ist. Ob wir bereit sind, jeden Tag aus dieser Liebe unseren Tag zu gestalten. Und vielleicht ist es wichtig, als geistliche Übung heute und an allen weiteren Tagen dieses neue Schema Israel, ohne das Schema Israel, nämlich das jesuanische Schema Israel mit dem Schwerpunkt auf die Liebe Gottes mit ganzem Herzen, ganzer Seele und meinem ganzen Vermögen, mir als Korrektivfrage in den Tag zu geben. Als Wunsch, dass meine Tage so gelingen mögen. Und am Abend als Reflexionsfolie, was an diesem Tag möglich war, in und aus der Liebe heraus. Und so können wir vielleicht wachsen. Wachsen in diesem Glauben, der uns zu Christinnen und Christen macht. Von ihm her haben wir unseren Namen. Aber wir verdienen diesen Namen nur, wenn wir auch bereit sind, dieses Gebot zu befolgen.